einen neuneckigen Stern. Deshalb Mensch. Stadtmitte Zentrum besichtigen. Perfekt fürs Gebet. Kirche, buongiorno. Hier in dem ganzen Ort, also ganz viele Geschäfte haben Doppelnamen. Alle Anschriften und alle Beschreibungen in zwei Sprachen, mindestens. Und zweite Sprache ist klar Deutsch, deshalb also diese Makelleria, heißt auch Metzgerei. Und dort kann man kaufen Metzgerei-Wurstwaren. Das ist schon praktisch, weil hier gibt es also sehr, sehr viele Touristen aus Deutschland, besonders aus Bayern und aus Österreich. Und um ihre Kunden zu gewinnen, brauchen sie auch viele, viele Sachen übersetzt auf Deutsch. Witzigste fand ich, wenn sie manchmal machen verschiedene Namen von verschiedenen Restaurants auf Deutsch, weil ich denke, in Deutschland kann man vieles verkaufen, wenn man macht das alles auf Italienisch und damit dort kommen viele Deutsche. Aber hier in Italien, sie denken, dass man kann die Dynamik von Geschäft auf Deutsch machen, damit viele Deutsche kommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Schreibt einfach in den Kommentaren, ob das eine gute Verkaufsstrategie oder keine gute Verkaufsstrategie. Schreibt ihr mal dort unten und wir überlegen schon mal. Hier nehmen sie nicht also unsere deutsche Karte, keine PayPass, also wir bezahlen nur mit nur Bar. In Deutschland diese Frage ist schon also richtig perfekt. Von oben, das sieht also wunderschön aus. Es ist einfach eine kleine italienische Stadt. Wir suchen jetzt einen Parkplatz und wir wollen heute zu einem Gottesdienst kommen. Wir sind sowieso zu spät, also wegen dem schönen Maut. Heute werden wir eine heilige Messe auf Italienisch besuchen. Ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich, das ist also ein freier Parkplatz. Hier war ein Gewerbegebiet, also früher alles verlassen. Wir gehen heute zum diese schöne Kirche zum Gottesdienst. Es muss bestimmt ganz schön sein. Italien, das ist Ursprung von Katholizismus. Katholische Kirche gibt es schon überall, aber so italienische katholische Kirche gibt es nur in Italien. Ich war, denke ich, schon länger nicht im katholischen Gottesdienst. Also ein paar Mal war ich also anwesend als Diakon früher. Oh, Serben. Serben sind normalerweise orthodoxer. Suo amore è per sempre. La sua fede. Infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mezzo della morte del figlio suo. Ti apro fuori l'aria, se così male. Dobre. Ich muss sagen, dass auf dem Bild die Kirche sah viel kleiner aus. Die Atmosphäre drin ist richtig schön sanft, so perfekt fürs Gebet. Und klar, weil die Stadt Palma Nova heißt, es muss hier auch eine Palme sein. Hauptplatz, das ist Piazza Grande, weil die Stadt hat die Form von einem neuneckigen Stern, deshalb auch die Hauptplatz kein Quadrat. Wir machen eine kurze Führung hier. Komm mal mit. Wow.